diese Wunscherfüllung, wie lange dauert das? Und warum klappt das nicht sofort? Diese häufig gestellte Frage möchte ich heute einmal ausführlich beantworten. Ja, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Raute Hesse und auf diesem Kanal geht es rund um das Thema bewusstes Manifestieren, denn ich bin seit über 2 Jahrzehnten Mentorin und Lehrerin für bewusstes Manifestieren. Ja, heute möchte ich mich dieser Frage widmen: Warum dauert das manchmal? Also, klappt das überhaupt sofort vielleicht? Also, das sind so häufig gestellte Fragen. Wie lange dauert das? Klappt das sofort? Kann ich das Geld oder das Glück oder wie auch immer sofort auch bekommen? Und warum dauert das in der Regel ein bisschen? Ja, ist eine sehr berechtigte Frage, die wir uns natürlich alle stellen, wenn wir anfangen. Also, wenn du erstmal Erfahrung damit hast, dann weißt du, es ist völlig egal, ob das lange dauert oder schnell geht, weil sobald du anfängst mit dieser Technik, einer dieser beiden Techniken, die ich ja vermittle, ändert sich dein Seelenzustand. Du wirst sofort, kommst du runter, du bist dieses Problembewusstsein oder dieses Bewusstsein, ein Problem zu haben, löst sich auf und du wirst sehr schnell bist du bei dir und ich sag mal so in dem Vertrauen, in diesem ruhigen, gelassenen Gefühl, so als wärst du bereits in der Wunscherfüllung. Also insofern, wenn du das eine Weile machst, ist diese Frage nicht mehr so wichtig. Aber vielleicht bist du da auch am Anfang oder du hast gerade ein Thema, was so heftig ist, das habe ich auch schon erlebt, dass, naja, dass das mit dieser mentalen Ruhe eine ziemliche Herausforderung ist und im Moment gerade, naja, nicht so gut funktioniert. Und da braucht man vielleicht mal ein bisschen Unterstützung. Das ist doch gut. Also gibt so 2 Bilder, die ich dafür habe oder die ich dafür immer weitergebe. Das eine ist, stellt euch mal vor, so ein Trapezkünstler. Also der oben an dem Trapez hin und her schwingt, dann lässt er los, nimmt das nächste Trapez und macht da wieder die aufregendsten Dinge. Also hier schwingt er hin und her und hat also dieses Trapez in der Hand. Dann lässt er los und greift dann zum nächsten. In dem Moment, wo du den Wunsch geäußert hast und mit der Manifestation angefangen hast, und hier ist also die Wunscherfüllung und du bist jetzt quasi dazwischen, du hast losgelassen. Also du rennst jetzt nicht mehr durch die Welt und sagst, keine Ahnung, es geht meinetwegen um deine Figur. Ich nehme einfach jetzt mal was ganz Einfaches. Es geht um deine Figur. Du rennst also nicht mehr rum und sagst, ich zähle jetzt die Kalorien, und jetzt darf ich ja das nicht mehr essen und das muss ich jetzt essen und überhaupt, ich darf nur noch diese Kombination und das und das und das. Wohlgemerkt. Also ich achte ja sehr, also wir essen ja nur pflanzenbasiert und wir gucken, dass wir eben nur ungespritzte Lebensmittel kriegen. Also Essen ist uns wirklich ein wichtiges Thema. Ich will jetzt nicht sagen, hey, ab, alle Mann zu McDonald's, ne, von morgens bis abends rein damit. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du die Freiheit hast. Wenn du also jetzt sagst, ich möchte eine Figur, und du beginnst mit dem bewussten Manifestieren, dann hörst du ja auf, du kannst aufhören, im Außen zu agieren. Also, wie gesagt, Kalorien zählen, all dieser ganze Quatsch. Also diese Dinge, die ja wirklich nichts weiter tun als Druck machen. Druck machen, Druck machen, Druck machen. Und manchmal hast du Glück und nimmst 10 Kilo ab und dann sind die dann nach 4 Wochen oder 4 Monaten wieder da. Weil, ja nicht, weil das innere, die inneren Glaubenssätze nicht gelöst sind oder das innere Thema nicht gelöst ist. Das kann man auch machen. Wenn man das auf therapeutischen Weg machen möchte, alles gut, kann man machen. Das kann man allerdings auch mit dem bewussten Manifestieren machen, weil da ist einfach dann das Thema gelöst. So. Und wenn du jetzt also anfängst mit diesem Thema, sagen wir mal, dann hast du jetzt hier gesagt, so, ich manifestiere jetzt jeden Tag 2 mal 10 Minuten, ist die eine Technik. Und immer wenn ich ein schlechtes Gewissen habe oder Hunger oder so, dann gehe ich immer wieder in dieses Bild rein. Dann hört ja so sehr schnell das Gefühl dafür auf, dieses negative Gefühl. Aber immer noch hast du ja die, keine Ahnung, 20 Kilo Übergewicht, die sind ja immer noch da. Du bist also in dieser Phase, wo du losgelassen hast. Und loslassen heißt natürlich gerade für Menschen, die ganz, ganz viel Thema haben mit Abnehmen, die schon ständig irgendwas ausprobiert haben und da und da und da Erfolge hatten, Misserfolge, dann Stolz und dann zack, alles wieder zurück. Das heißt, loslassen, nicht mehr in den Verzicht gehen, der uns ja propagiert wird, dass es ohne den nicht geht. Loslassen, nicht mehr aus dem Druck rausgehen, nicht mehr aus dem schlechten Gewissen.
Das heißt loslassen. Das heißt, du hängst wirklich mit all dem, was du gewohnt bist, was dir auch in der Gesellschaft erzählt wird, was wichtig ist, hängst du in der Luft. Und da ist die Wunscherfüllung. So, das ist dieser Moment. Und das dauert natürlich etwas. Es geht tatsächlich schneller mit dem bewussten Manifestieren, weil du ja, die Widerstände sind ja nicht mehr da. Weil ja ganz schnell, wenn du das wirklich täglich machst, nimmst du ja den Widerständen den scharfen Zahn. Diese ganzen alten Glaubenssätze könnte ich ja nicht mehr erreichen. Das ist das eine, so was man sich vielleicht dann so vorstellen kann, ich hänge ja gerade und dann schwinge ich weiter. Und das zweite Bild, was ich sehr, sehr viel benutze, wo ich das auch bei mir hilft, ist, also hier ist der Wunsch, du sagst, jetzt nehme ich mal was anderes, du sagst, ich brauche so und so viel Geld, weil ich eine Rechnung bezahlen muss. Hier ist die Wunscherfüllung, das Geld ist da und noch viel, viel, viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Das ist ja die Programmierung. Und dazwischen ist die Brücke der Ereignisse. Ich sollte mir hier irgendwas holen, so. Dazwischen ist die Brücke der Ereignisse. So, das heißt, es wird nicht die Tür aufgehen, oder das passiert auch, aber eher nicht so häufig und 43 Millionen rein, sondern auf der Brücke der Ereignisse von deinem Wunsch zu der bezahlten Rechnung oder worum es auch immer geht bei dir, gibt es die Brücke der Ereignisse. Da passieren Dinge, auf die du keinen Einfluss hast und die du dir nicht vorstellen könntest. So unglaublich sind die, weil die ja nicht aus deinem Verstand kommen, sondern aus der Macht, die die Macht hat, nämlich aus deinem Unterbewusstsein. Oder hier auf YouTube gibt es ja ganz viele Manifestierer, die haben verschiedene Formulierungen dafür. Der innere Mensch oder das höhere Selbst, egal. Für mich ist es das Unterbewusstsein. Das kennt ja alle. Das kennt ja alle Möglichkeiten. Und das ist nicht nur alle Möglichkeiten, sondern das kennt alle sanften Möglichkeiten, alle mühelosen Möglichkeiten, alle schnellen Möglichkeiten, alle zum Wohle aller. Und auf dieser Brücke befindest du dich einfach jetzt. Und über die muss erst gegangen werden. Und zwar jetzt nicht du, weil du bist ja schon geschiftet. Du bist ja schon in dem Wunsch, weil du ja jeden Tag die Programmierung machst. Sondern die Ereignisse müssen darüber zu dir kommen. Manchmal staut es sich hier auf dieser Brücke, dann merkt man, dass es zu super schnell geht und super einfach. Oder eben, dass es so ein bisschen kompliziert wird. Manchmal passiert erstmal was, was man gar nicht will. Also wenn es jetzt um diese Rechnung geht, dass plötzlich noch eine andere Rechnung auftaucht und man sich sagt, Augenblick mal, ich habe das doch programmiert, wie soll das so? Nimm dir dieses Bild, die Brücke der Ereignisse. Da gibt es jetzt gerade Brücke der Ereignisse. Es gibt mit Sicherheit, diese Verzögerung ist ja normal, die gehört ja dazu zu dem Programm. Vielleicht ein, zwei Situationen, wo man denkt, ja, Augenblick mal, das ist das Gegenteil, das wollte ich nicht. Aber alle am meisten tanzt du über die Brücke. Und das sage ich ganz absichtlich. Du tanzt über die Brücke, weil es ist wirklich mühelos. Wenn du es konsequent machst und auch im Außen jetzt nicht plötzlich anfängst, ja, ich leihe mir doch das Geld von meinem Freund und so, sondern ne, dann wird es kommen. Und mit vielen kleinen Ereignissen, wo du denkst, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Ja, das ist Vertrauen, aber das ist gar nicht so notwendig, weil sich nach wenigen Tagen, indem du diese Technik anwendest, ändert sich ja dein Mindset. Du wirst gar keine Angst mehr haben. Du wirst gar nicht mehr überlegen, wie soll ich das bezahlen? Weil du ja immer in diesem Gefühl bist, dass der Wunsch schon erfüllt ist. Du dir ist ja völlig klar, du hast das alles. Du bist schlank. Ja, genau. Ich hoffe, ich habe da so ein bisschen helfen können. Also einmal dieses Bild, ne, du bist eben Trapez gelaufen. Dieser Moment, wo du losgelassen hast, da bist du jetzt. Da bist du jetzt, während du auf dein Ziel hin manifestierst. Und das Zweite ist eben, das gefällt mir am besten über diese Brücke, weil da kann ich mir gut vorstellen, wenn dann irgendwie ganz viel Tolles passiert, denke ich, ja, jetzt staut sich gerade auf meiner Brücke. Oh, toll. Oder jetzt sammeln sich diese tollen Ereignisse auf der Brücke. Und wenn es dann irgendwie so ein bisschen lahm geht, dann weiß ich, oh, die arbeiten gerade daran und hier tapert jetzt nur so ein einsamer Arbeiter, der an meinem Thema arbeitet darüber. Genau, und auf dieser Brücke wird nur getanzt, weil das Leben ist ab jetzt ein Tanz. Ja, danke, dass ihr zugehört habt und ich freue mich natürlich über Abonnenten und über Kommentare und wenn ihr das Wunsch oder das Bedürfnis habt, mit mir auch persönlich zu reden. Unten ist ja ein Link mit allen meinen Angeboten. Könnt ihr gerne auch eine halbe Stunde oder eine Stunde ein Gespräch mit mir buchen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis bald und viel Erfolg.